Ja, wir, das sind Wikimedia Deutschland. Ich denke, einigen von Ihnen wird der Name etwas sagen. Dennoch möchte ich doch ein paar Worte noch dazu verlieren. Wir sind der Verein, der sich für einen freien Zugang zu Wissen einsetzt. Es war heute schon mehrfach Thema. Es können nicht immer alle Leute dort sein, vor Ort und sich Dinge selbst ansehen. Gerade hier gewinnt die Fotografie eine große Bedeutung. Dadurch können wir Partizipation auch erst möglich machen. Auch das klang in dem einen oder anderen Vortrag heute bereits an. Ich selbst bin bei Wikimedia Deutschland in dem Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur tätig. Sie merken schon, der Titel verbindet Elemente, die heute angesprochen wurden. Das heißt, für uns liegt genau in der Schnittstelle dieser Themen der Schatz vergraben. Und ich freue mich sehr, aus dieser Perspektive heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Kultur- und Gedächtnisinstitutionen dabei zu begleiten, ihren Weg im Zuge der Digitalisierung zu finden, macht da einen großen Teil unserer Arbeit aus. Und dabei geht es nicht nur darum, Projekte wie die Wikipedia, die Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist, zu begleiten und zu unterstützen und die vielen Freiwilligen zu unterstützen, die hier aktiv sind, sondern auch darum, Projekte wie Wikidata oder Wikimedia Commons, die freie Bilderdatenbank, größer zu machen und bekannter zu machen. Wiki Loves Monuments, der Titel meines Vortrages hat es bereits gefragt, was ist Wiki Loves Monuments im europäischen Kulturerbejahr? Besonders ist in diesem Projekt, das wir rund um diesen Fotowettbewerb durchgeführt haben, die Fotografie. In dem Vortrag gerade eben war es auch schon zu sehen, welche Rolle Fotos spielen können in dem Zugang. Und wenn diese Fotos dann auch noch auf einer Plattform zu finden sind, wo sie jeder frei verwenden kann, sie frei verfügbar sind und auch verändert und weiter bearbeitet werden dürfen, liegt hier ein immenser Schatz für die kulturelle Arbeit, aber auch darüber hinaus. 2012, und daran merken Sie schon, den Fotowettbewerb gibt es schon etwas länger, wurde der Wettbewerb ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen, als größter weltweiter Fotowettbewerb. Und an dieser Stelle muss man sagen, und das ist ganz wichtig für die Arbeit von Wikimedia Deutschland im Allgemeinen, dieser Fotowettbewerb wird komplett von Freiwilligen organisiert. Es ist nicht Wikimedia Deutschland, der den ausruft, sondern unsere Arbeit liegt darin, die Freiwilligen in ihrer Arbeit zu unterstützen und den Wettbewerb bekannt zu machen. Und das war die Besonderheit auch in diesem Jahr. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen, die im Rahmen dieses Fotowettbewerbs in den letzten Jahren gewonnen haben. Und Sie sehen schon die Bandbreite. Und eine weitere Besonderheit der Plattform Wikimedia Commons, aber auch dieses Fotowettbewerbs, liegt natürlich darin, dass diese Bilder dann auch zur Bebilderung von Wikipedia-Artikeln, wie in diesem Fall, des West-Herve-Sandleuchtturms passiert ist, weil der Gewinner, also der dritten Platz 2012, hatte dieses Foto gewonnen und hat seinen Eingang in die Wikipedia gefunden. Wikilove's Monuments im europäischen Kulturerbejahr, wie können wir das ausgestalten, was können wir hier in diesem Jahr anders machen, hat sich Wikimedia Deutschland gefragt. Im Rahmen von Sharing Heritage war es uns möglich, den Fotowettbewerb zu erweitern und weiter zu unterstützen und damit die Arbeit der vielen Freiwilligen besser sichtbar zu machen. Es ging uns auch darum, in diesem Jahr Jugendliche dafür zu begeistern, auch das wurde schon mehrfach heute angesprochen, für Denkmalfotografie und den großen Schatz dieser Arbeit. Aber auch aktive Freiwillige mit Kulturakteurinnen an einen Tisch zu bringen und hier einen engeren Dialog zu schaffen. Bevor ich zu dem Projekt als solches komme, möchte ich kurz sagen, was uns dazu motiviert hat, ein solches Projekt durchzuführen. Was hat uns motiviert, liegt natürlich in der Sache selbst, in den Kulturgütern, in den Denkmälern, in den Bauten, die es auf der ganzen Welt gibt, aber vor allem die Europa kennzeichnen. Es ging uns darum, diese Denkmäler zu öffnen und Interesse zu wecken und längerfristig zu erhalten. Es ging uns darum, sie erlebbar zu machen in Workshops und realen Treffen vor Ort und in der Interaktion zwischen den Menschen, aber auch zwischen den Institutionen.
Und darin, und das liegt natürlich unserer Arbeit von Wikimedia Deutschland inne, sie weiterleben zu lassen, sie im Rahmen dieser freien Bilder, die entstanden sind, weiterleben zu lassen, verfügbar zu machen und auch andere Menschen dazu einzuladen, ihre Zugänge zu nutzen und für andere zu öffnen. Ein Baustein lag in den Jugendlichen und in der Arbeit mit diesen in einem Jugendfoto-Workshop, der es schaffte, in Erfurt in diesem Jahr mehrere Jugendliche zusammenzubringen und ihnen tatsächlich die Frage nahezubringen, was ist ein Denkmal? Welche Rolle spielt ein Denkmal in meinem Alltag und was kann ich als Einzelner dazu beitragen und darin die Denkmalfotografie zu entdecken? Nun eignet sich Erfurt natürlich sehr gut für einen sogenannten Fotowork. Das heißt, die Jugendlichen sind durch die Stadt gezogen und konnten selbst ihre Erfahrungen machen und gleich die Denkmalfotografie für sich entdecken. Unsere Hoffnung liegt natürlich darin, dass die Jugendlichen darüber hinaus selbst aktiv werden. Ich glaube, es ist an der einen und anderen Stelle schon angedacht worden, auch innerhalb von Schulen selbst als Multiplikatoren aktiv zu werden und hier eigene Projekte zu starten. Die 360-Grad-Fotografie birgt gerade für kulturelle Denkmäler in den Innenräumen ein enormes Potenzial, erfahrbar zu machen, was hier an Kulturerbestätten zugrunde liegt, was wir hier in Deutschland oder auch in Europa an Schätzen zu bieten haben. Zum anderen ging es uns darum, dieses Thema größer in den Fotowettbewerb anzuhängen, da es hier auch darum ging, neue Technologien für den Fotowettbewerb zu erschließen. Im Rahmen eines Fotoworkshops konnten Aktive aus den Wikimedia-Projekten die 360-Grad-Fotografie, die nicht ganz einfach ist, der ein oder andere von Ihnen wird das vielleicht wissen, näher kennenzulernen und sich darin auszuprobieren. Außerdem ist es uns gelungen, einen Sonderpreis für 360-Grad-Fotografie in diesem Jahr im Rahmen des Fotowettbewerbs zu ermöglichen, hier eine Jury auf die Beine zu stellen. Und die Gewinner wurden, glaube ich, gerade erst vor einer Woche bekannt gegeben. Also es sind sehr schöne Bilder auch hier entstanden. Mein Lieblingsbaustein aus diesem Projekt liegt in den Kulturbotschafterinnen und Kulturbotschaftern, die ausgezeichnet wurden in Kooperation mit der deutschen UNESCO-Kommission. Und das ist eine Idee, von der wir als Wikimedia hoffen, sie auch in Zukunft weiter fortführen zu können. Denn gerade in dem freien Zugang zu den Denkmälern, zu Kulturerbestätten, in dem Zusammenführen der Freiwilligen mit den Institutionen liegt großes Potenzial. Und wir konnten ein Zertifikat etablieren, gemeinsam mit der DUK, das wir hoffen, auch fortführen zu können, um diesen Freiwilligen mehr Gesicht, mehr Power zu geben und mehr Chancen zu geben, auch selbst nach draußen gehen zu können und Kultur und Denkmäler für sich erschließen zu können. Zum anderen natürlich auch sie qualifizieren zu können bezüglich verschiedener Themen, die dann aufpoppen, das haben wir auch schon in einem ein oder anderen Vortrag gehört. Wie gehe ich um mit freier Lizenzierung in Kooperation mit Kultur- und Gedächtnisstätten? Wie kann ich Verständnis wecken für das, was ich als Idee, als Freiwilliger vielleicht schon in mir habe, aber noch nicht so kommunizieren konnte? Und welche Formate gibt es, die ich anwenden kann, die ich selber initiieren kann, vor Ort, lokal, dort, wo ich lebe? Das Projekt hat es in diesem Jahr im Europäischen Kulturerbejahr geschafft, durch verstärkte Kommunikation, durch eine starke Vernetzung der einzelnen Aktiven, ich sprach es bereits an, die Arbeit der Freiwilligen wertzuschätzen. Und das ist mir tatsächlich heute in dem Vortrag sehr wichtig, Ihnen das nochmal deutlich zu machen, dass die Arbeit der Ehrenamtlichen hier im Vordergrund steht. In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, uns auch über 2018 hinaus gemeinsam daran zu arbeiten, dass kulturelles Erbe erfahrbar und erlebbar wird. Und als Abschluss an meinen Vortrag möchte ich Ihnen jetzt noch ein Video zeigen, es dauert nur 2,5 Minuten, das nochmal unser Projekt zusammenfasst. Ich danke Ihnen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit.
zulassen, ist nur gut. Ich fotografiere gerne, damit auch andere Leute sehen können, wie es an Orten aussieht, wo sie zum Beispiel nicht hinkommen können. Ich möchte jetzt mit Denkmalfotografie quasi anfangen, weil ich in Heidelberg von Geschichte von historischen Bauten umgeben bin. Ich fotografiere, um den Moment festzuhalten und ihn auf Wikipedia mit anderen zu teilen. Ich kann auch damit die Wikipedia voranbringen, in denen ein Bild in einem Artikel steht, wo auch gar keins vorher war. Wikilofts Monuments ist der größte Fotowettbewerb der Welt. Es gibt 400.000 Fotos jedes Jahr, die teilnehmen und steht damit im Guinness-Buch der Rekorde. Es geht darum, die Kulturdenkmäler, die wir in Deutschland und Europa haben, möglichst alle zu fotografieren, möglichst nicht nur einmal und möglichst gut, das in die Wikipedia hochzuladen und den Leuten einen Eindruck vermitteln, wie das Denkmal so aussieht. Dieses Jahr ist Wikilofts Monuments Teil vom Europäischen Kulturerbejahr. Das heißt, es gibt einen Sonderpreis, wo man sich einfach die Denkmäler aussucht, die für einen selbst Europa bedeuten. Fotos von Denkmälern sind wesentlich. Ich glaube, Denkmäler prägen unsere Kultur und prägen unser Selbstverständnis und unsere Identität von unserem Land, von Europa, von der Welt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sowas für die Nachwelt erhält. Wikilofts Monuments wird wie fast alles in der Wikipedia von Freiwilligen organisiert. Das sind meistens Leute, die selber irgendwann mal mitgemacht haben, so wie ich selbst auch, und sich dann ein bisschen mehr einbringen. 360-Grad-Fotografie ist ein spannendes Feld, was in den letzten Jahren immer bedeutender geworden ist. Wir in der Wikipedia haben das Thema natürlich auch aufgenommen. Das heißt, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, in einem Wikipedia-Artikel 360-Grad-Fotos einzusetzen. Mitmachen kann jeder und es ist super einfach. Alle Fotos, die im September hochgeladen werden, nehmen automatisch am Wettbewerb teil. Die stehen dann natürlich dem ganzen Internet zur Verfügung, machen die Wikipedia bunter und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Wikilofts Monuments ist ein Wettbewerb, der sich bewusst nicht nur an Profis richtet, sondern an jeden, der irgendwie eine Kamera halten kann und ein Interesse an Kulturdenkmälern hat. Und deshalb macht mit bei Wikilofts Monument, ein großartiger Wettbewerb. Geht raus, fotografiert Denkmäler in eurer Umgebung. Wir zählen auf euch.